Hallo, ich bin Alisa. Zurzeit ist unser aller Alltag nicht mehr als solcher zu definieren. Die Corona-Krise birgt hohe Gefahren für Leute, die der Risikogruppe angehören. Beispielsweise meine Großeltern. Gerade jetzt ist es wichtig, Solidarität und Zusammenhalt zu zeigen, indem wir zu Hause bleiben. Um Ihnen diese Zeit zu erleichtern, möchte ich Ihnen Lyrik der vergangenen Jahre näher bringen. Der eigene Raum, die eigenen vier Wände. Derzeit unsere einzigste Möglichkeit zu sein. Versuchen Sie, es sich so schön wie möglich zu machen. Beispielsweise mit einem Sommernachtstraum. Sommernachtstraum. Erinnerst du dich an die heißen Nächte? Auch wenn wir versuchten, sie zu vergessen. Unter dem stillen Mond hast du alle Bilder verbrannt. Alleine, denn du bist stark. Aber wir wollen weiter funktionieren, weiter Spaß haben, weiter trinken, weiter dazugehören. Erinnerst du dich an die heißen Nächte? Diese, bei denen der Rauch, die Musik, das schlagende Licht die Drogen waren? Dein Körper und meiner. Wir kannten keine Grenzen zwischen Taten. In der Masse wurden wir zu einem Ruhepunkt. Wenn du meine nassen Haare zur Seite strichst, du hattest einen Joint zwischen den Lippen, lächeltest, wie es keiner konnte. Wusstest nicht mehr, dass das schwarze Loch des Morgens auf dich wartete. Erinnerst du dich an die heißen Nächte? Nackt ließen wir uns im Fluss treiben. Beide Hände zeichneten unsere kleine Welt der Illusion. Wir schwebten unter dem endlosen Himmel, wurden mit dem tiefblauen Nichts zu einem. Deine brennenden Lippen. Ich ertrank jedes Mal aufs Neue. Erinnerst du dich an die heißen Nächte? Ich habe ein Polaroid gefunden. Wir zwei verschlungen auf den Uferwiesen. Es ist ein Jahr her. Ich kenne dich nicht mehr, habe deinen Geruch vergessen. Das Bild zittert in meiner Hand, fällt zu Boden. Der Sommernachtstraum verschwimmt unter meinen Tränen. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bitte bleiben Sie gesund.